Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ich muss mir schnell diese bewegliche Rüstung anlegen, ehe ich nicht mehr arbeiten kann. Vorausgesetzt, dass sie nicht umfällt. Okay, ich glaube, wir sollten das als Hinweis nehmen. Er ist nämlich wieder da und hat seinen Eimer nach dahin gelegt. Und ich vermute mal, heranschleichen können wir uns da nicht, oder? Nee. Aha, du bist starkköpfig, Ritter. Lass es dir gesagt sein. Du wirst diesen Almanach niemals bekommen. Meine Magie ist viel zu stark für dich. Ja, genau. Okay, ich glaube, das ist ein Hinweis, dass wir irgendetwas mit der Rüstung machen müssen. Vielleicht können wir sie ja mit unserem Schwert bearbeiten. Nee, okay. Ist das da etwa die Rüstung, die er meint? Na, warum kann ich jetzt nicht zielen? Das wäre sehr interessant. Ah! Und jetzt ist sie runtergefallen. Das heißt, Enostus wird gleich hoffentlich hier unten sein, um wieder mit der Rüstung beschäftigt zu sein. Dann können wir uns seinen Almanach schnappen. Okay. Gehen wir nochmal hier hin. Und wenn wir jetzt wiederkommen... Nee, okay. Vielleicht müssen wir nochmal raus teleportieren und wieder rein teleportieren. Weil beim letzten Mal habe ich eben geladen. So, das war blau, richtig? Ja, so viel habe ich mir gemerkt. Okay, dann dürfte jetzt hoffentlich wieder in seinem Laboratorium sein. Ich darf keine Zeit verlieren. Jawohl. Ich muss mir schnell diese bewegliche Rüstung anlegen, ehe ich nicht mehr arbeiten kann. Vorausgesetzt, dass sie nicht umfällt. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir tun müssen. Wenn ich von hier aus mit einem Pfeil auf diese Rüstung schieße, fällt sie um und er geht runter. Nein, schon wieder. Ich hätte sie da nicht aufhängen sollen. Das kostet mich viel Zeit. Nun gut, nur weiter. Es muss sein. Okay. Ich verstecke mich mal hier. Geh runter. Ach komm, du kannst doch ein bisschen... Du kannst dich doch runter teleportieren, oder? Ja, wo ist denn jetzt hin verschwunden? Natürlich, er geht hier hin und teleportiert sich dann. Oder er kann durch das Gitter durchgehen. Wie auch immer... Wir haben den Almanach und deswegen sind wir auch hergekommen. Jetzt hast du den Almanach des Enostus. Und damit haben wir alle drei Almanache, in denen unsere Geschichte niedergeschrieben wurde. Das heißt, wir können jetzt ohne Probleme zurück zu Gustus gehen und ihm die Almanache anvertrauen. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo es wieder ganz zurückging. Ich glaube, hier im Roten war das. Jawohl, sehr schön. Hier wollte ich hin. Kann ich das Symbol wieder mitnehmen? Schade. Okay. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zurück zu Zartila. Hey, wer hat die Fässer wieder aufgestellt? Ist da vielleicht noch was Schönes drin? So ein Violettertrank vielleicht? Kann ich das Geld nicht mehr? Habe ich schon wieder maximales Geld? Oh, super. Das geht echt schnell in diesem Spiel. Ja, genau. Droppt mir einfach noch mehr Geld. Schießt mich ruhig. Ich brauche auch keine Heiltränke oder so. Nein, wir brauchen das schon. Gegner sind nicht wieder da. Das ist sehr schön. Dann kann ich ja jetzt ohne Probleme wieder hochgehen. Die Musik hat sich verändert, ne? Das fällt mir jetzt gerade erst auf. Ich habe diese Musik noch nie in diesem Spiel gehört. Also zumindest nicht in diesem Let's Play. Vorher habe ich die garantiert schon mal gehört, denn es ist ja nun mal nicht das erste Mal, dass ich dieses Spiel spiele. Sterbt. Sterbt. Du auch. Komm. Folge dem Beispiel deines Kollegen. Ach, Geld. Was soll ich denn mit Geld? Aber egal. Schlaft ihr ruhig mal schön. Vielleicht komme ich euch nochmal irgendwann besuchen, aber zählt mal lieber nicht drauf. Vielleicht, wenn der Turm fertig ist in der vierten Ära, aber jetzt gerade nee. Ich weiß noch nicht, ob ihr da noch da seid. Ich meine, vielleicht wurdet ihr dann ja entsorgt und mit besseren Wächtern ersetzt. So Drachenwächter zum Beispiel. Oder Drachengeisterwächter. Also nicht diese Bettlaken, die da rumflogen, sondern richtige Drachengeister. Wie auch immer. Ich speichere vorsichtshalber lieber nochmal. Und ich muss mal die ganzen Leerzeichen rausmachen, die ich da mit der Zeit immer reingesetzt habe. Okay, komm. Wo ist denn Zartila? Zartila! Na, auf den sollte ich vielleicht nicht mit der gezogenen Waffe zurennen. Das könnte er eventuell missverstehen. So von wegen Zartila! Zack, Kopf ab. Bravo, Hype. Schnell, lass uns hier abhauen. Gerne doch. Das musst du mir nicht zweimal sagen.
los geht's. Wäre natürlich super, wenn uns jetzt die anderen Drachen abschießen würden. So von wegen, Hype hat alle drei Almanache. Und ist kurz davor, sein Missionsziel zu erfüllen. Und dann kommt so ein blöder Feuerball und Hype macht einen Abflug nach unten. Das wäre natürlich super. Aber nein, das lassen wir natürlich nicht zu. Wobei, wir wurden jetzt schon zweimal getroffen von zwei Drachen. Das ist nicht besonders gut. Ja, komm. Ah, das war Lebensenergie. Die hätte ich gerne... Ah, die habe ich aufgesammelt. Sehr gut. Lebensenergieprismen. Okay, ich will einfach nur ganz schnell zur Waldlichtung zurück. Kannst du mich nicht eigentlich direkt bei Gustus absetzen? Das wäre eigentlich viel bequemer. Dann könnte mir Gustus direkt die Almanache in die Hand drücken. Du könntest ihm auch mal Hallo sagen. Und er dir. Und dann könnte ich direkt weiterreisen. Ah! Einfach mit den Feuerbällen ein bisschen spammen, dann funktioniert das schon. Na komm, bla bla bla. Geh da weg. Geh. Lass mich doch in Ruhe. Ich will doch nur weg. Versteht ihr das denn nicht? Ich fliege einfach nur hier drüber und dann bin ich weg. Dann lasse ich euch in Ruhe. Ich werde nie wieder hier fliegen. Also, in der vierten Ära vielleicht nochmal. Aber hier werde ich nie wieder fliegen. Also, könnt ihr mich doch in Ruhe lassen. Das wäre eigentlich echt eine Idee. Es gibt hier so viele Drachen. Enostus sollte wirklich Drachenwächter anheuern. Wenn das denn geht. Wahrscheinlich würden sie ihm einen Vogel zeigen. Ah, okay. Ja genau, geh einfach mal einmal komplett mit Zartila rum. Bravo, Hype. Ich freue mich schon darauf, dich in deinem Zeitalter wiederzusehen, wo du dich in einem bisher nicht gesehenen Zweikampf, Veribert, der Schande unserer Rasse stellen wirst. Geh nun. Deine Verlobte Viola erwartet dich sicherlich in deiner Zeit. Davon gehe ich aus. Oder ich hoffe es zumindest. Na gut, dann mach's mal gut, Zartila. Wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Ach, ihr Wölfe schon wieder. Ach, kommt, lasst mich einfach in Ruhe. Ihr könnt mir sowieso nichts tun. So. Gott sei Dank sind die Ladezeiten in diesem Spiel nicht besonders lang. Das wäre es noch. So, ach ja, die Löcher in der Brücke, da sollte ich vielleicht drauf achten. Warum benutze ich eigentlich nicht meine Laufschuhe? Damit wäre ich viel schneller unterwegs. Die habe ich komplett vergessen. Hopp. Aber die werde ich in der nächsten Ära garantiert benutzen. Jetzt muss ich mir erstmal wieder Gustus ausfindig machen. Ich hoffe, der steht oben bei der Sonnenuhr. Wenn nicht, dann muss ich ihn erstmal suchen. Und dann gibt's Ärger. Ja. Dann wird Hype richtig böse. Dann wird Hype zum schwarzen Ritter. Gustus, du hast gerade dafür gesorgt, dass die Welt untergehen wird, weil Hype zum schwarzen Ritter wird. Kannst du das verantworten? Ah, Hype, gib mir diese Almanache. Ich habe herausgefunden, wie man die Schrift entfernen kann. Man muss nur die Tinte mit einem Smaragddolch wegkratzen. Ah, super. Das ist eine super Lösung. Ich werde deine Legende ganz leicht verhindern können. Da bandet er. Oh ja. Barnack. Der Barnack wird begeistert sein. Mach dir nichts draus, Hype. Ich selbst werde die Almanache an Ort und Stelle zurückbringen. Wenn ich überrascht werde, werden die einfach glauben, es sei eine arme Räuberin gewesen, die Almanache gestohlen hat. Die werden mich nicht mit dir in Verbindung bringen. Natürlich nicht. Warte mal, ich habe da eine Idee. Ich werde einfach so tun, als ob du von den Räubern besiegt worden wärst, während du aus unbekannten Gründen in der Zeit zurückzugehen versuchtest. Wenn du in deiner Epoche bist, Hype, dann durchsuche diesen geheimen Raum im Herrenhaus. Ich werde hier Informationen für dich verstecken. Hype, ich... Ach, nein, nichts. Auf Wiedersehen. Ja, ich... Warte. Ich weiß, du kennst mich noch nicht lange. Aber ich bin mit Geschichten über dich aufgewachsen. Ich habe mein ganzes Leben an dich gedacht und ich liebe dich. Oh Gott. So. Naja. Die
diesmal... Das ist Wahrheit. War es wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich... Ohne dich werde ich vor Langeweile vergehen. Nochmals danke, dass du mein Leben beeinflusst hast. Ich habe so das Gefühl... Das Gefühl, einem großen Menschen gedient zu haben. Auf Wiedersehen. Tja, was ein Abschied. Also es tut mir leid, Nolin, aber ich habe bereits eine Verlobte und die wartet auf mich. Und Gustus, es war echt schön, eine Bekanntschaft gemacht zu haben. Vielleicht komme ich mal wieder zurück in die Vergangenheit, wenn ich alles erledigt habe und Barnack besiegt ist. Oh, nicht runterfallen. Hey, ich kann in der Luft stehen. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder. So. Aber erstmal... Wollen wir die Zeit in unsere eigene Epoche, die Zeit antreten, genau. Wollen wir die Reise in unsere eigene Epoche antreten? Schauen wir mal, ob das, was Gustus mit den Almanachen probiert hat, funktioniert hat. Ja? Ah, da ist ja doch einer. Toll. Jetzt sind hier immer noch zwei Leute. Und warum kann ich... Muss ich jetzt nicht in der Zeit zurückreisen? Das ist ein bisschen unlogisch, wie ich finde. Aber nun gut. Zumindest wussten sie nicht, dass ich Hype bin. Das ist schon mal was. Alles klar. Sieht ja nicht besonders schön aus hier. So mit dem roten Himmel und dem toten Baum hier. Und war das eine Fledermaus? Nee, das war ein Rabe, ne? Ja. Ist ja alles gar nicht mal so schön. Ja. Und das sind die Fledermaus. Oh nein! Scharfschütze. Okay, um den kümmere ich mich erstmal. Der wird sofort ausgeschaltet. Aber da sind die Fledermäuse wieder. Und die Musik, die Soundkulisse ist auch sehr vertrauenerweckend. Sogar das Meer ist grün geworden. Das ist ja sehr schön. Okay, dann gehen wir erstmal wieder zu Gustus ins Herrenhaus und schauen uns den Geheimraum an. Denn da wird es uns ja hoffentlich Sachen hinterlegt haben. Und wir haben eine kleine neue Musik im Herrenhaus. Ja, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber jede Ära... Hey, warum ist da eine Truhe? Jede Ära hat eigentlich ihre eigene Variation von den Musikstücken, was ich verdammt cool finde und was sehr viel an der Atmosphäre auch schraubt. Ist das Herrenhaus komplett ohne Gustus. Das ist schon irgendwie traurig. Hallo? Gehst du da bitte wieder raus? Danke. Ich häng fest. Ja. Aber nun gut, wir wollen nicht verzweifeln. Wir haben noch eine große Aufgabe vor uns. Und ich muss wahrscheinlich erstmal wieder... Oh nein, der Raum ist sogar offen. Okay, dann will ich nur noch mal schnell gucken. Ist das etwa... Barnack-Bettwäsche? Naja, egal. Ich will noch mal gucken, ob ich hier nicht doch noch irgendwas übersehe. Wenn ich mir das nicht genau angucke, da sind zwar die Schalter... Oder da waren mal die Schalter. Vielleicht steht da hier oben jetzt eine Kiste oder so. Ich meine, nachschauen kostet nichts. Und lieber einmal zu viel nachgeschaut, als irgendwas zu verpassen, was mir dann doch hätte helfen können. Weil so violette Tränke werden gegen Ende noch verdammt nützlich sein. Apropos, wir könnten nochmal auf die Karte gucken. Ja, hat sich nicht viel verändert, außer unten rechts, ihr seht... Der schwarze Turm, er ist jetzt fertig. Oh Mann. Okay, dann schauen wir nochmal hier unten in die Ecke. Ist da irgendwas drin? Nein, leider nicht. Okay. Dann gucke ich nochmal da oben auf dem anderen Brett und dann gehen wir in die geheime Kammer hinunter. So, hier ist auch nichts. Okay. Alles klar. Dann haben wir das doch mal abgedeckt und können uns nun den wirklich wichtigen Dingen widmen. Speichern ist nicht wichtig. Wobei, vielleicht sollte ich das doch mal tun, aber... Nee. Nee. Das wird überbewertet. So, da dürfte dann Informationen drin sein. Was hat uns Norin denn hinterlassen? Okay, das sind anscheinend keine Informationen. Was ist das denn? Braucht ihr Zuspruch oder einen kühlen Schluck? Dann kommt zu Galarno. Galarno, hä? Huh?
Ach so, das soll ein Bier darstellen. Das ist ein Schild der Kneipe, aber warum hängt das hier rum? Soll das der Hinweis sein, den sie für mich hinterlegt hat? Okay. Wir sollen zur Kneipe gehen? Zur Taverne? Der Zuspruch, den kühlen Schluck, dann kommt zu Galano. Okay. Ja, dann bleibt uns wohl erstmal nichts anderes übrig, weil ansonsten haben wir hier leider ja keine Verbündeten mehr. Vielleicht die Räuber, vielleicht gibt's sie noch, aber... Oder König Tuscan den Vierten, aber den müssen wir auch alle erstmal finden. Deswegen ist die Kneipe unser erster Anhaltspunkt bisher, unser einziger Anhaltspunkt. Ich hätte vielleicht doch speichern sollen, aber egal. Aua. Aua, hallo, ich kann ihn nicht mal treffen. So, jetzt aber. Also es ist gut zu wissen, dass mich ein paar von den Fledermäusen nicht angreifen, sondern immer nur irgendwie eine pro Insel. Oder höchstens zwei. Ha! Habt ihr das gesehen? Im Sprung erledigt. Ja, das kann nicht jeder. Das kann nur ein besonders guter Ritter. Sehr gut. Okay. Das war jetzt doch keine so große Herausforderung. Das schimmert schön blau. Ja, gehen wir mal runter. Denn ja, was anderes bleibt uns gerade nicht mehr zu tun hier. Schauen wir mal, was uns erwartet. Erstmal wird uns wahrscheinlich Zaltila ansprechen. Der Wald, Ära Tuscans des Vierten. Keine Wölfe mehr, sondern nur jede Menge Wachen. Komm, vielleicht sollten wir... Oh Gott. Vielleicht sollten wir in einer anderen Ära zurückreisen. Durch den Wald, um dann in der Stadt in die Zukunft zu reisen. Aber ein violetter Trank. Ein violetter Trank, das ist geil. Dankeschön. Aber wenn ich mir hier ansehe, was sie so droppen, möchte ich das dann doch nicht machen. Außerdem möchte ich sehen, wie sich der Wald verändert hat. Zaltila! Na? Wie geht's dir, alter Drache? Hat sich echt viel verändert. Und es gibt keine Bienennester mehr. Also eine Sache hat der Schwarze Ritter gut gemacht. Ah, endlich. Wenn du wüsstest, Hype, wie sehr ich darauf warte, Barnak entgegenzutreten. Ich bin es müde, am Himmel herumzufliegen. Barnak hat die Gesetze der Natur verletzt. Es ist Zeit, dass seine Herrschaft ein Ende findet. Barnak weiß nicht, dass du wiedergekommen bist. Aber der kann warten. Du solltest zuerst Viola, deine Verlobte, treffen. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich schlage vor, du beginnst deine Suche in Torras. Sei vorsichtig, die schwarzen Garden sind überall. Geh jetzt, geh und finde Viola. Ich freue mich auf deine Rückkehr, wenn wir ein letztes Mal zum schwarzen Turm fliegen. Alles klar. Ja, nach Torras wollte ich sowieso. Also gehen wir mal weiter hier durch den Wald und versuchen... so viele der schwarzen Garde mitzunehmen wie möglich. Warum ist der Aufzug unten? Oh, das sind rote Pfeile, die nehme ich doch mal mit. Ich hoffe, die schwarze Garde hat nicht die Räuber ausgeräuchert. Das wäre nicht gut. Das wäre alles andere als gut. Und hier ist es zugenagelt mit Brettern. Oh. Hallo? Okay, zumindest der Aufzug fährt noch nach oben. Aber das muss nicht unbedingt etwas Gutes bedeuten. Ich bin auf alles vorbereitet. Ja, die schwarze Garde ist hier oben. Oh Gott. Das ist überhaupt nicht gut. Ich frage mich, ob es hier überhaupt irgendeine Form von Widerstand gibt. Gegen Barnak. Oder ob der alles seinen eigen gemacht hat. Na, komm. Oh, violetter Trank. Die droppen ja richtig schöne Sachen. Also das freut mich. Da kann ich auch mit gutem Gewissen die roten Tränke zu mir nehmen. Die verbrauchen. Oh! Ihr Blödköpfe. Ich hoffe, ich komme hier hoch. Natürlich nicht. Nee. Oh Gott, das ist... Oh, guckt euch mal, wie viel die abziehen. Das ist doch nicht mehr feierlich. Okay. Mal schauen, ob ich hier... Ja, den kann ich eventuell treffen. Nee, das... Nee. Jetzt kann ich ihn eventuell... Ja, sehr gut. Nein. Was ist das denn für ein Blödsinn? Was soll... Oh Gott. Und ich bin tot. Ich habe nicht gespeichert.
Jetzt seht ihr zumindest mal, was passiert, wenn man stirbt. Man verwandelt sich in die Statue zurück. Ja. Wunderbar, ich habe nicht gespeichert. Das ist natürlich weniger schön. Ich muss mal eben gucken, wo ich jetzt rauskomme. Wahrscheinlich im schwarzen Turm. Mhm. Aber den Almanach dürfte ich noch haben, ja. Okay, gut. Dann werde ich mal wieder bis zu der Stelle spielen, im Räuberdorf, wo ich gestorben bin. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, macht's gut!